die Fixfreude, sage ich. Oh, oh. Hat die schon gespielt? Da muss ich singen. Freude, schöner Götterfunken, Töchter aus Elysium. Elysium. Mein Gott. Mein Gott, ist der Text ein Schmarrn? Ja, wisst ihr überhaupt, was ein Elysium ist? Oder was ein Götterfunke ist und sowas? Ha? Der Florian Herrmann? Nein, das ist kein Götterfunke, der ist ja viel zu weit runter, aber nein, der, und außerdem, der kommt ja heute überhaupt nicht dran. Aber jetzt muss ich wieder weiter. Wir betreten sturzbetrunken. Nein. Wir betreten feuertrunken himmlische dein Heiligtum. Ja, wen haben wir denn da? Lauter Europäer. Kunden. So ein Haufen Leute. Lauter Europäer. Menschen. Ja, kommen Sie mal ran. Kommen Sie, schauen Sie. Das ist das wunderbare, großartige Haus Europa. Ja? Da steht alles im Prospekt. Da haben Sie Friede, Freude, Eierkuchen. Ja? So viel, wie Sie wollen. Sind nur noch wenige Wohnungen frei. Kaufen Sie, investieren Sie hier. Und wenn Sie fragen, ich sag mal, lohnt sich das? Rentiert sich das? Da kann ich Ihnen eins sagen, es lohnt sich immer. Die Frage ist, für wen? Ach ja. Mein Name ist Michael Moneymaker. Und ich bin, nennen Sie mich, ich sag mal Berater, ja? Konsultant, Lobbyist, nicht wahr? Ich make money in this European Union. Freunde von mir sagen, ich bin der Donald Duck von Brüssel. Kommt mal her, ich zeig euch was. Ich zeig euch die Baustelle ein bisschen. Nein, nicht was der Moneymaker in seinem Prospekt drin hat. Es kann sein, dass das einmal das tollste Haus vom ganzen Kontinent wird. Es kann der Garant für Frieden und Freiheit und Menschlichkeit sein. Das beste Haus, das jemals auf dieser Welt gebaut worden ist. Es ist unser Haus. Unser Haus Europa. Ich bin jetzt von Anfang an dabei auf der Baustelle. Seit 1958. Da sind wir der Schumann und der alte Adenauer noch miteinander gesoffen haben. Mein Gott, war das ein Rausch. Aber was für eine fantastische Idee. Kommen Sie mal ran. Kommen Sie mal. Ich zeige Ihnen mal hier die Baustelle, nicht wahr? Der Rohbau ist fast fertig, nur noch kleine Winzigkeiten, ich sag mal Details. Wirklich nicht der Rede wert. Ich zeige Ihnen mal die einzelnen Räumlichkeiten, dass Sie sich schon mal eine Vorstellung machen können, wovon wir überhaupt reden, nicht wahr?
Also, meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen den größten und wichtigsten Raum in unserem europäischen Rohbau, den Landwirtschaftssalon. Der Landwirtschaftssalon ist 50 Milliarden Euro schwer. Nicht einmalig, nein, nein. Jedes fucking year 50 Milliarden Euro. Kommen Sie weiter, kommen Sie weiter, kommen Sie weiter. Wir haben noch weitere Räumlichkeiten. Der Sozialraum. Gut. Ich sag mal ein bisschen schlank ausgeprägt, nicht wahr? Ja? Wir nennen es liebevoll Sozialkammerl. Kommen Sie weiter, weiter. Was haben wir noch? Der Wirtschaftspalais. Ah, oh, das ist ein Raum. Mein Lieblingsraum. Hier make ich Money, Money, Money. Kommen Sie weiter, kommen Sie weiter, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Was haben wir noch da im Süden? Da ganz im Süden. Ja, da ist so ein Erker, nicht wahr? Wir nennen es das Frontex-Zimmer. Ja, bitte, bitte, beruhigen Sie sich. Dass Sie nicht irritieren von dem Stacheldraht am Fensterbrett, nicht wahr? Das ist kein Blut, nein, nein. Das ist rote Farbe für Demonstrationszwecke. Es ist alles in bester Ordnung, meine Damen und Herren. Alles in bester Ordnung. Gut, machen wir weiter im Keller. Im Keller sind noch ein paar Räumlichkeiten. Was haben wir hier noch? Ach, wir haben im Keller so ein ganz unbedeutendes Kammerl. Ich nenne es das Umweltrichtlinienlager. Also kann man eigentlich locker zur Seite schieben, nicht wahr? Dann haben wir noch, ja, wir haben natürlich im Keller, das können Sie sich gar nicht vorstellen, wir haben Bürokratieräume mit ganzen Formularsilos, möchte ich sagen. Ja, ja, und dann ist da noch der Heizraum, die Waschküche und die Klos. Gebt's mal. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen die Baustelle da. Da ganz vorn, das meiste ist ja schon fast fertig, aber ganz vorn in diesem Riesenraum da, das unten, der rechte, große Raum, das ist der Landwirtschaftssalon. Dieser Landwirtschaftssalon kostet 50 Milliarden Euro. Nein, nein, nicht einmal. Jedes Jahr. Und trotzdem sterben Schmetterling und Bauern aus. Es ist eigentlich nur noch pervers. Ja, dann schauen wir weiter. Das nächste, das ist der Sozialraum. Mei, der hätte eigentlich größer werden sollen, aber das Einzige, was überblieben ist, ist jetzt ein kleines Sozialkammerl. Dafür ist dann das Wirtschaftspalais wieder ziemlich groß geworden. Ich meine, könnt ihr euch vorstellen, wer da drin hockt? Der Herr Moneymaker und seine ganzen Kumpanen. Und Safran, Shampoos und Bio-Shrimps drin. Aber schauen wir weiter. Ganz hinten, hinter dem großen Saal da, im Süden, da ist so ein Erker. Und ich sage euch eins, ich werde mich nie gewohnen an den Stacheldraht, der da am Fensterbrettel ist. Und an das Blut, das da hängt. Sie verzeihen immer umeinander, das war bloß eine rote Farbe. Für Demonstrationszwecke. Und dass alles in Ordnung war. Aber das stimmt nicht. Da ist nichts in Ordnung. Wenn man mir, der reichste Kontinent dieser Welt, jedes Jahr Tausende von Menschen im Mittelmeer das Sau verlassen, dann ist nichts in Ordnung. Naja. Und drunter im Keller, da ist dann noch das Umweltrichtlinienlager. Ich meine, das hätte eigentlich hinaufgehört, aber da war vor lauter Landwirtschaftssalon und Wirtschaftspalais kein Platz mehr. Da haben wir es halt untergebaut. Aber es ist trotzdem total interessant, dass diese Umweltrichtlinien doch so gut sind, dass sie überhaupt nicht in den klitzekleinen Menschenverstand von dem Andi Scheuer reinpassen. Naja, was gibt's noch? Einige Bürokratieräume mit den Formularsilos und ganz hinten sind da die Klos und Waschküche und so Nebenräume. Aber wisst ihr,
was das eigentlich Wichtige ist an diesem Bau. Was das Faszinierendste ist. Wir haben jetzt seit 74 Jahren Frieden in diesem Europa. Und warum? Weil dieses Haus trotz all seiner Fehler und Unzulänglichkeiten auf einem gescheiten, festen Fundament baut ist. Nämlich auf Demokratie, Menschlichkeit und Freiheit. Ich sag mal, wir haben seit 74 Jahren Frieden in Europa, nicht wahr? Wissen Sie warum? Ja, wegen der Wirtschaft. Ja, Frieden rentiert sich. Und darum haben wir ihn. Noch. Aber jetzt kommt die Party. Am 26. Mai ist der Rohbau fertig. Da ist Richtfest. 26. Mai, Richtfest. Schreiben Sie sich das mal in den Kalender. Save the date. Not save the Neger. Kleiner Spaß. Save the date. Und wir feiern, dass dieses Europa genauso bleibt, wie wir das wollen. Entschuldigen, Herr Moneymaker. Ach komm, nennen Sie mich Mike. Ja, ich habe da die Einladung gekriegt, am 26. Da ist ja das Richtfest. Und da steht jetzt in der Einladung drin, dass Sie da den Richtspruch sprechen werden, den Richtungsspruch. Ich meine, das muss doch ein Fehler sein. Nach der alten Tradition, da hält doch der Zimmermann den Richtungsspruch und nicht irgendein Bleistiftspitzer. Ich sag mal, kommen Sie mal wieder runter, nicht wahr? Kommen Sie mal auf den Boden der Tatsachen. Ich meine, Sie mögen ja bemüht sein, aber Sie haben keinen akademischen Abschluss. Sie können nicht Hochdeutsch, Englisch, Französisch, Latein, Altgriechisch, alles fließend, nicht wahr? Ja, ich sag mal so, der eine denkt halt besser und der andere nagelt besser. Das ist der Lauf der Welt, nicht wahr? Ja, und darum ist es auch zu Ihrem Besten, wenn ich den Richtungsspruch halte. Und jetzt kommen Sie mal zurück auf Ihren Posten. Das Haus baut sich nicht von alleine. Ach ja, wissen Sie, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich mag die Zusammenarbeit mit dem einfachen Volk. Ja, wen haben wir denn da? Und ja, rein. Nun rein. Ja. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Auf unsere große Exkursion Europa in 3 Tagen. Plag, Paris, Rom, Berlin, Freising, Lindenkellel. Was Sie hier sehen, ist Baustelle von Haus Europa. Ist schon sehr alte Baustelle. In China, wir bauen dreimal so große Haus in 3 Monaten. Aber hier alles sehr langsam. Langsam. Viel zu viele Leute leben mit. Es fehlt große Vorsitzende. In China, Chinesen sagen, sogar Nordkorea bauen schneller als Europa. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Am 26. Mai ist geplant Lichtfest. Nein, entschuldige mal. Es ist nicht Lichtfest, sondern Richtfest, my yellow friend. Ja, ich sage doch, Lichtfest. Sind Sie großer Vorsitzender von Europa? Also großer Vorsitzender, ich bin ja ein zurückhaltender Mensch, nicht wahr? Ein großer Vorsitzender ist jetzt wirklich ein bisschen drüber, sag ich mal. Heimlicher Vorsitzender, gut, nicht wahr? Würde ich mir eingehen lassen. Aber ich erkläre Ihnen mal in aller Ruhe, wer und vor allem was ich eigentlich bin.
der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Moneymaker macht Geschäfte, aber Steuern zahle ich nicht. Und in Brüssel zieh ich Strippen, hab die Fäden in der Hand. Sie sind alle Marionetten, Lobbyist werd ich genannt. Und die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht, doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht, doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht. Es gibt keine große Vorsitzende von Europa? Nein, 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 wir brauchen keinen großen Vorsitzenden. Bei uns zählt Money, Money, Money. Oh. Es zählt Money. Oh. It's a rich man's world. Oh. Oh. Freude! Freude! Sie fixt Freude. Also gut. Wenn da herin keine Freude aufkommt, dann singe ich nochmal. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Ist das ein Schmarrn? Also, wisst ihr, was die neue Mode ist da in Europa? He? Wisst ihr das? Das ist Orban Braun, jawohl, Salvini Ocker und Weidel Beige. Ja. Und alle Anzüge, die sind so kurz. Kurz. Ha. Jetzt, ja, jetzt aufzusagen, ey. Ja. Halt. Es fragt sich überhaupt, wer ich bin und was ich da tue. Also, ich bin der Franz, ich bin da angestellt als Bausteinreiniger. Ich meine, ich bin da der Ausputzer, ich räume den ganzen Dreck da zusammen. Ja, ich meine, ich werde zwar schlecht zahlt, aber dafür krieg ich alles mit, was da auf der Baustelle für los ist. Gell? Und ich meine, ich bin zwar ganz unten auf der Hackordnung, aber manchmal ist mein Job eine ganz interessante Tätigkeit. Ich werde es schon noch sehen. Ja, Freude, schöner Götterfunken. Ah, die Baustelle Europa. Es ist zu fassen. Ist dieses Scheißhaus immer noch nicht fertig? Wir brauchen kein Europa. Wir brauchen keine Griechen, Ithaker, Rumänen.
die uns unser sauer verdientes Geld wegnehmen. Alle wollen rein, rein nach Europa. Der Araber, der Türke, der Neger. Scharen, weiße, schwarze, die zu uns kommen und unsere Kultur auslöschen. Und dieser Schande Papst Franziskus, das als Maul halten. Lieber saufen ein paar Flüchtlinge mehr, als dass wir ein Meer aus Flüchtlingen ersaufen. England macht's richtig. Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Von England lernen heißt Siegen lernen. Und die Zukunft ist national. Und aus diesem Europa, da kann man nur raus, raus, raus! Das Land zurück, wir brechen das Eis. Europa, dieses Projekt ist tot. Ich sehe das Abendrot, mir wird so heiß. Was ist denn? Hey, 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 Hippie-Gläser! Hey, hey. Victor, ha, 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 du bist schön! Ha. Salvini, hey, 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 auf das Leben! Hey, hey! Auf unser Wohl, Brüder, hey, Brüder, oh! Hey, 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 hey! Brexit, Brexit, werf die Gläser an die Wand! England ist ein schönes Land! Hey! Brexit, Brexit, auf der Insel geht es los! Austritte, die sind famos! Partei. Wir haben die Einladung zum Richtfest erhalten und im Namen der Vereinigten Europäischen Separatisten und Nationalisten melde ich unser Kommen an. Die Vereinigten Europäischen Separatisten, na großartig. Mit wie vielen Leuten gedenken Sie denn zu kommen? Ich denke, wir kommen mit vielen, mit sehr vielen. Denn wir sind überall und wir werden immer mehr. Gibt es eine Rede, vermutlich wieder so ein Richtungsspruch, gehalten von einem vom Establishment? Ja, ich sag mal, Europa steht für Glaubwürdigkeit. Ja. Und dann ist ja auch klar, dass derjenige die Rede hält, der das eigentliche Sagen hat, nicht wahr? Da sagen, Mr. Moneymaker, das ist ein Skandal. Diese Rede, die hält der Europa gebaut hat. Ich meine, der Zimmerer hält den Richtungsspruch. Das ist doch der Wahnsinn. Die alten Werte, die wo früher so viel Zeit haben, das sind bloß mehr Hülsen, bloß mehr Worte. Na, 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 na. Werte verändern sich nun mal. Ich meine, früher, sicherlich, da hat man den Helfenden, den Ertrinkenden hat man geholfen, nicht wahr? Und die Helfenden wurden gefeiert. Heute ertrinken die Ertrinkenden und die Helfer werden angeklagt. Ja, alles fließt. Ah. Es ist unglaublich. Ach, da überleben noch genug. Ausländer, Ausländer, überall, wo wir hinschauen, Ausländer. Werter Zimmermann, Sie sehen mir aus, als wären Sie ein echter, starker Europäer. Sie haben viel geleistet in Ihrem Leben. Und ich stehe an Ihrer Seite und ich kämpfe für Sie. Ich kämpfe gegen Ausländer, die uns die Arbeit wegnehmen, gegen Neger, die unsere Töchter begrapschen und gegen eine Elite, der kleine Mann scheißegal ist. Ja, aber gute Frau, ich meine,
Sie haben es ja vorhin selber gesagt, ich bin doch ein Europäer. Ja, ja, natürlich, natürlich. Seien Sie doch nicht so verspannt, entspannen Sie sich, werden Sie locker. Trauen Sie sich, frei zu sein. Trauen Sie sich, die Wahrheit zu sagen. Trauen Sie sich, alles zu sagen, was Sie sich denken. Sie haben jedes Recht der Welt dazu. Sie wollen doch die Rede halten. Ja, schon. Ich meine, das ist ja Tradition. Ja, Tradition. Wir sind für Traditionen. Wir erhalten Traditionen. Sie wollen doch Sicherheit für Ihre Familie. Nee, wir wollen das nicht. Und Sie wollen Geld, um sich all das hier leisten zu können. Und Sie hören immer wieder, Europa ist ein reicher Kontinent. Aber wenn Sie auf Ihr Konto schauen, dann sehen Sie nichts davon. Trauen Sie sich. Trauen Sie sich, es denen zu zeigen. Nehmen Sie das Glück in die Hand. Werden Sie stark. Nehmen Sie es in Ihre Hand, die Nationale. Und sind wir uns mal ehrlich, die Zigeuner und die Neger im Schlauchboot, die helfen uns nicht. Aber wir helfen Ihnen. Wir sind für Sie da. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich meine, ich bin doch nicht rechts. Aber irgendwie hat er die doch recht. Ich meine, es fühlt sich ja wirklich so, als wäre, wenn sie von denen da oben keiner für einen kleinen Mo wie mich nur ein bisschen interessiert hat. Und jetzt darf ich nicht einmal mehr meine Rede halten. Ich bin schon lang da, ich arbeite mich rum. Der Rohbau im Großen und Ganzen steht. Ich weiß nur nicht, wie es jetzt weitergeht. Großes Haus Europa, für was stehst du? Wir haben Frieden, kleine Handygebühren. Im täglichen Leben kann ich Europa nicht spüren. Ich zweifel, ob ich weiter an die Glauben komm. Ich bin nur Elite, nur ein einfacher Mo. Großes Haus Europa, für was stehst du? Ich frag mich frei, wird es miteinander unser Zukunft sein? Denkst du an den Lorn allein? Hast du ein bisschen Menschlichkeit? Und ich frag mich schon, wird es miteinander unser Zukunft sein? Denkst du an den Lorn allein? Ich will mehr Gerechtigkeit. Im Vergleich zum Moneymaker fühle ich mich so klar. Großes Haus Europa, bist du für mich da? Ich frag mich frei, wird es miteinander unsere Zukunft sein? Denkst du an den Lorn allein? Hast du ein bisschen Menschlichkeit? Und ich frag mich frei, wird es miteinander unsere Zukunft sein? Denkst du an uns, Lorn allein? Ich will mehr Gerechtigkeit.
Freude! Freude! Herrschaftszeiten, Halleluja! Freude! Gut. Gut. Sing ich nochmal. Alle Menschen werden Brüder. Halt. Das darf man heute gar nicht mehr sagen. Da heißt es dann gleich bei den Grünen. Bei den Grünen heißt es dann gleich ja. Und was ist mit den Schwestern? Ja. Und dann hat was ist mit den. Das geht noch weiter. Was ist mit den Transsexuellen? Ja, oder mit den Intersexuellen? Oder dann, und dann sogar, was ist mit den Lepsen? Oder, ja, die Lepsen da und dann die ich weiß nicht, die Queren. Ja, was ist mit denen? Ich meine, sowas hat es früher und damals beim Beethoven überhaupt nicht gegeben. Ja. Freude, schöner Götterfunken, Tochter. Liebe Leisiglupe, wie Sie gesehen haben, bei Besichtigung von Große Haus Europa, es fehlt sehr wichtige Zimmer. Es fehlt Huawei-Zimmer. In China, jedes Haus hat Huawei-Zimmer. Na, eigentlich, in China, jedes Haus ist Huawei-Haus. Handy, Huawei. Staubsaugerroboter, Huawei. Lasermäherroboter, Huawei. Internet, Huawei. Aber in Europa, es gibt große Probleme. Die Leute sagen mit Datenschutz Grundverordnung. Herr Große Vorsitzende, ich habe eine Frage. Was für ein Ding? Frage, einfache Frage. Die chinesische oder die europäische Flagge? Ich meine, im Grunde sind eh beide gleich, einfarbiger Hintergrund, Stern drauf, Nein. Nicht Flagge, sondern Flagge. Was ist Datenschutz-Grundverordnung? In China, es gibt keine Übersetzung für Datenschutz-Grundverordnung. Ich sag mal, kleiner Tipp von mir. Sag einfach DSGVO. Das klingt total bedrohlich. So, als könnte es niemand erfüllen. Und es ist kein R drin. Ah. Oh. DSGVO. Genau. Oh. Ich glaube, ich verstehe. Großes europäisches Datenprojekt. Wir in China haben auch neue große Datenprojekt. Projekt Sozialpunkte. Ja. Hier sie sammeln Punkte. Wie bei Lewe Supermarkt. Treuepunkte. Gute Chinesen, viele Punkte. Zahlen wenig Steuern. Kann schicken Kind auf Universität. Schlechte Chinesen. Oh. Keine Punkte. Zahlen viel Steuern. Kind nicht schicken auf Universität. Eher gleich Gefängnis. Ja, ich sag mal, ihr in China seid uns da sicherlich einen Schritt voraus, nicht wahr? Aber ich möchte schon auch betonen an dieser Stelle, wir sind in Europa nicht untätig, ja? Wir schränken jetzt den Upload ein, ja? Urheberrecht und so. Oh. Europa lernt dazu. Wir in China haben chinesisches Sprichwort. Was nicht wild abgeloadet, gar nicht wilden downgeloadet. Ja.
ausnahmsweise gutes Europa. So. Oh, ich kann Ihnen singen. Ich kann Ihnen singen gute chinesische Volkslied. Hymne von Sozialpunkte. Hymne von Sozialpunkte. Bekomme ich Belohnung. 2 Punkte. Wenn sehr viel Applaus. 3 Punkte. Achtung. 3 Chinesen mit dem Kontrabass sitzen auf der Straße und erzählen sich was. Da kommt die Polizei. Ja, was ist denn das? 2 Chinesen mit dem Kontrabass. 2 Chinesen mit dem Kontrabass sitzen auf der Straße und sie denken sich was. Da kommt die Polizei. Ja, was ist denn das? 1 Chinese mit dem Kontrabass. 1 Chinese mit dem Kontrabass sitzt jetzt auf der Straße und erfreut sich was. Er ist jetzt fein laus und studiert jetzt was. Er will jetzt Solist für Kontrabass. Ja. Oh. Applaus. Applaus. Für 3 Punkte. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, chinesische Kultur gut. Ja, wissen Sie, will in China, will werden in wenigen Jahren haben überhaupt keine Probleme mehr. Alle Chinesen, dann gute Chinesen. Aber Europa muss noch viel lernen. Die Zukunft der Demokratie ist eine Zukunft ohne Demokratie. Boah, das ist jetzt also unser Haus Europa. Das ist ja mega. Sag einmal, wohnt ihr auch alle da drin? Wir alle zusammen mit 500 Millionen Menschen in einer richtig geilen WG, oder? Ganz ehrlich, wie toll ist das denn? Ja, wer sind denn Sie jetzt? Ja. Kommen Sie auch daher und wollen Sie mir sagen, dass ich nichts verzeihen darf und nichts reden darf und nichts zum Song habe? Ich bin die Gärtnerin und ich bin zuständig da herinnen für die Begrünung. Weißt, grün ist Leben, grün ist Hoffnung und grün ist die Zukunft. Kein Haus ohne Grün, ohne Gesumme, ohne Gebrumme, ohne Bienen, ohne Schmetterling, ohne Gelbbauchunkenteich, ohne Grün ist einfach alles nix. Ja, aber gute Frau, wir sind doch noch gar nicht so weit. Ich meine, schauen Sie mal, der Rohbau ist kaum fertig. Und Sie kam daher mit einem Gelbbauchunkenteich. Ich meine, dabei reist sich der feine Moneymaker mit seinen tollen Anzügen diese gute Idee Europa unter den Nagel. Und er möchte bestimmen, wo es in Zukunft lang geht. Und irgendwie stört das scheinbar gar keinen. Ja, so geht's natürlich nicht, aber da muss man doch was machen. Ja, da war zuerst so eine da. Die hat mir so eine gelbe Westen in die Hand gedrückt. Und dann hat sie gesagt, sie darf für mich kämpfen. Aber weißt du was? Die hat die ganze Zeit von National geredet und von Ausländern und von Neger und geschimpft hat. Dabei haben die doch alle mitgeholfen. Ich meine, die waren vielleicht bloß Hilfsarbeiter, aber sie haben alle mitgeholfen, sie waren alle dabei. Als Dachdecker, als Mörteltrager, als Maurer. Aber auch bei den wichtigen Posten. Überall waren sie dabei. Wir hätten das doch gar nicht so weit geschafft, wenn uns die nicht geholfen hätten. Du sagst das, Zimmermann. Allein kommen wir überhaupt nicht weiter. Aber
ohne Ausgrenzung, ohne Nationalismus, ohne Hass und ohne Rassismus. Da können wir doch das Haus fertig bauen. Und schaust doch an, der Rohbau, der steht doch schon ganz gut da. Und jetzt macht man nur einen Feinschliff. Und den Richtungsspruch, das eine sage ich da, den Richtungsspruch, den hältst du. Dafür werden wir sorgen. Und jetzt ziehen wir mal, bauen wir das neue Europa. Heirat meiner Kinder soll ich Europa sein, oh, oh. Dafür setze ich mich ein. Für die großen Probleme ist er jeder zu klar, den Klimawandel schafft doch keiner allein, oh, oh. Das geht nur miteinander. Ich mach's wie die Greta Thunberg und ich fang einfach an, weil er jeder von uns ist schon gut, ich höre gleich wieder auf, ist schon recht. Ich habe noch viel was anderes zum Tun. Ich muss ja jetzt für das Richtfest aufbauen. Ja.
Weil heute kommen sie wieder alle. Die Gescheiten, die Wichtigen, die Großkopfen, ja, und halt zum Trinken muss ich auch noch was her. Champagner haben sie gesagt, brauchen sie einen Schweng Mongdong oder so ähnlich, oder Moet Shangdong oder so, ja, weil damit sie was Gescheites zum Trinken haben, die feinen Herren, ja, du musst jetzt wieder weiter. Da hinten kommt schon der Monemarker da und unser neuer Freund, das muss ich mir schicken. Also, jetzt muss ich gehen. Nun, Mr. Moneymaker, seien wir offen. Wir sind ja jetzt unter uns. Ich bin aus China. Ich bin perfekt ausgebildet. Natürlich kann ich ein R sprechen. Die Umstände haben mich gezwungen, eine Rolle zu spielen vom niedlichen, kleinen Chinesen. Aber den gibt's nicht mehr. Haha, ja, das habe ich mir gleich gedacht. Ja, manchmal sind wir alle im Leben gezwungen, eine Rolle zu spielen, nicht wahr? Weißt du, was mir an euch Chinesen so gut gefällt? Ihr erzählt doch euren Leuten hier dieses Märchen von, wie ist das? Mir gefällt das so gut, warte mal. Gemeinwohl. Kommunismus. Sozialismus. Boah, ey. In Wirklichkeit seid ihr doch nichts anderes als knallharte Kapitalisten. Ja, lieber Moneymaker. Und ihr in Europa? Ihr erzählt euren Menschen doch auch das Märchen von Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Demokratie. Und in Wirklichkeit seid ihr auch nichts anderes als knallharte Kapitalisten. Und tief drin, in euren, Herzen, da blickt ihr doch neidvoll nach China. Ja, denn ihr spürt es doch auch. Damit der Kapitalismus so richtig gut funktioniert, braucht er keine Demokratie. Na gut, mag schon was dran sein, sag ich mal. Nicht wahr? Die Demokratie, sie stört ein Stück. Lass uns singen. Ja. Ha? Elend, Verzweiflung und Qual, doch ich spüre nichts, es ist mir egal, und ich denk bei mir selbst. Hauptsache mein Geld. Sterbende Arten und tote Natur, und ich denk zu mir selbst, Hauptsache mein Geld. Es ist noch Öl in der Arktis und Gas im Mittelmeer, das zapf ich einfach an, und dann werd ich Billionär. Wir spekulieren mit Essen, wir verkaufen das Glück aus den Fängen des Geldes, kehrt niemand zurück. Alles geht.
es zählt nur mein Geld. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, ich sag mal, man muss jetzt, also zunächst mal möchte ich sagen, wir beide sprechen dieselbe Sprache, my yellow friend. Aber es gibt ja schon noch so einen, sag ich mal, einen kleinen Unterschied, nicht wahr? Ich sag mal, bei uns hat man ja die Wahl, nicht wahr? In China, da macht ja das alles die Partei und das Volk folgt. Ja, sie kennen es ja nicht anders, nicht wahr? Aber bei uns ist diese Demokratie und wir haben freie Wahlen, nicht wahr? Noch. Ja, aber Wahlen kann man kaufen. Ja, na, ich weiß nicht, wo das Problem ist. Du kaufst doch sonst auch alles. Das Problem ist, dass an diesem 26. Mai, du die wählen alle. Putzfrauen, Angestellte, kleine Bauarbeiter, sogar Kinderpflegerinnen haben eine Stimme und dürfen hier mitentscheiden über die Zukunft. Das ist nicht zu fassen. Und diese Leute, unqualifiziert, entscheiden über die Zukunft von diesem Europa. Geht's Richtung der Nationalisten, Rassisten oder geht's Richtung den Ökosozialen mit Gerechtigkeitsgedöns und dem Klimaschutz-Schwachsinn? Ja, oder bleibt's bei uns? Bei der Wirtschaft, für Wachstum und Wohlstand. Jetzt, gut, ich sag mal nicht für Faule, aber für uns. Aber mach dir keine Sorgen, ich sag mal, ich habe ja gewisse Vorbereitungen getroffen, nicht wahr? Den Richtungsspruch halt schon mal ich und nicht irgendein dahergelaufener Zimmermann, nur weil er das Haus gebaut hat. Nee, ich sag, muss lange in die Zukunft und damit basta. So, und jetzt müssen auch schon die Gäste kommen, nicht wahr? Ach, da hinten! Mensch, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen noch den Ehrengast bei unserem kleinen Richtfest, unserem kleinen Umtrunk an dieser Stelle vorstellen, meine Damen und Herren. Begrüßen Sie bitte mit einem tosenden Applaus den European Commissioner for Finance and alles mögliche weitere. Meinen, ich darf mich outen an der Stelle, Parteifreund Günther Oettinger! Servus, Günther. Servus. Michael. Du, Michael, ganz schlimm. Es ist ein Drama passiert. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Wirklich schlimm? Ja. Haben Sie dich bei der Daimler-Abgas-Affäre inzwischen auch am Wickel, was? Hanoi. Ganz, ja. Hanoi, der Abgasskandal, der wäre nie rausgekommen, wäre es nach mir gegangen. Den hätten wir sauber verduscht. Wir Schwaben, mit Verduschen, da kennen wir uns aus. Das ist wie am Karfreitag mit dem Fleisch in der Herrgottsscheißerle. Ja. Das sieht da auch niemand. Neu, ich habe meine Rede in meinem Dienstbenz liegen lassen. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ey, ich sag mal, heute, ausnahmsweise, heute darfst du sagen, was du willst. Aber tu mir vielleicht einen Gefallen. Nicht auf Hochdeutsch und nicht auf Englisch. Ich sag mal, das hört sich bei dir immer so ein Stück seltsam an, nicht wahr? Vielleicht kriegst du es anders hin. Ah ja, wenn ich jetzt weder Englisch noch Deutsch reden darf, dann halte ich sie halt zweisprachig auf Deutsch und auf Englisch mal rede. Ich meine, wir Schwaben, wir sind ja Polyglott, wir kennen ja alles außer Hochdeutsch. Oh so, my deeply friend, Michael Moneymaker, dear people, it's a great honor and pleasure for me here and heute at this Richtfest to be here.
And I also want to greet our international friends from China, dear Schlitzaugen. Also, welcome to good old Europe. I hope the weather and the food is okay for you. We here in Europe, we have schnitzel, great schnitzel, so big that they hang over the teller. You must enjoy this, because in our country, you don't become cat or dog as you always eat. I also say hello to the simple people, the so-called kleine Leute. And in my speech here and today, I want to use the opportunity to say that wir haben große Erfolge in the European Union. Aber das stimmt doch gar nicht. Was habt ihr gemacht bei den Themen Glyphosat und Klimawandel und bei nachhaltiger Infrastruktur? Was habt ihr da gemacht? Thank you for the question, dear garden girl. I see you. Ach, weißt was? Much better. I sing you about my Lieblingsprojekt for mobility and sustainable infrastructure in Europe. Auf der Schwäbischen Eisenbahn gibt's gar viele Haltstationen. Schulter, Ulm und Biberach. Trolla, trolla, la, trolla, 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 la, Strudelm und Biberach, Mecklenburg, Durlesbach. Aber gerade im Mobilitätsbereich, da geht doch überhaupt nichts weiter. Wir haben immer noch kein Tempolimit. Trolla, 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 la. Keine Kerosinsteuer. Trolla, 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 la. Wir haben immer noch Autostartbahn. Strudelm und Biberach. Trolla, 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 la, Schoner, Ulm und Biberach, Mecklenburg-Vorpommern, Durlesbach. Thank you for the attention for me and my song. And now I want to give the word back to my very, very deeply narrow friend, Michael Moneymaker. Sie müssen wissen, er ist der wahre Baumeister von diesem, unserem Europa. Nun ist es an dir, lieber Michael, mit deinem Richtungsspruch, unser Europa in die Zukunft zu führen. Lieber Michael, sei mutig bei deinem Spruch, denn du weißt ja, unser altes schwäbisches Sprichwort ist, das sagt, wenn der Mann den Teich trocken legen will, dann darf er vorher frischeln und um Erlaubnis fragen. Also jetzt klang es von der Schei, Jetzt darf vielleicht der Lack auf der Nase reden halten und was. Und der Zimmerer selber, der was das ganze Haus gebaut hat, ja, der darf nichts sagen. Na, so geht's nicht. Na, wisst ihr, Leute, was dem Richtfest und der Baustelle fehlt, das ist der Geist Europas. Der Geist Europas, ich bin doch bloß der Hausl, der was die ganzen Dreck wegräumt. Na, wirklich nicht. Ich bin zwar bloß ein einfacher Arbeiter, aber ich bin einer von 500 Millionen und ich hab da drin den Geist Europa, auch wenn ich gescheit singen kann. Ich meine, aber da drin ist er und der soll jetzt rausfahren soll er in euch reinfahren wie ein Furor, soll er reinfahren in die Italiener, in die Franzosen, in die Deutschen, in die Engländer. Soll er reinfahren und er soll das uns alle, soll der blühende Europäer machen und schöne Europäer. Jawohl, das muss gesagt sein. Boah, der Geist von Europa, was für eine Scheiße. Ja, wo kommt der denn auf einmal her? Ja, ich sag mal, es geht doch ums Geschäft. Ja, diese ganze gefühlslose Leihgemeinschaftssinn, Mann. Boah. Diese immateriellen Werte, ich sag's euch ganz ehrlich. Ich hasse Dinge, die man nicht kaufen kann. Aber wenn dieses Europa so dämlich ist, dass es einem Gemeinschaftsgeist hinterherläuft, sag ich euch, da bin ich der Falsche für die Rede, dann ist hier meine Macht zu Ende.
Die dümmsten Kälber wählen sich ihre Metzger selber. Sie werden schon sehen, was sie davon haben. Geister, das ist doch verrückt. Es gibt nur Fakten. Naja, und die Partei. In China wäre sowas nicht passiert. Ach. Der Geist von Europa. Mei, tut das gut, wenn man den spürt. Spürt's nicht auch schon? Schaut's immer an. Es gibt eine Hoffnung. Und es gibt eine Gerechtigkeit. Und ich sag dir, wir bauen jetzt dieses Haus Europa. Und du hältst jetzt den Richtungsspruch. Ja. Alle miteinander stehen wir vor diesem riesigen Rohbau, der einmal 500 Millionen Menschen beherbergen wird. Aber was bringt denn so ein Rohbau, den man nicht fertig baut? Was bringt eine Idee ohne überzeugte Menschen dahinter? Was bringt denn ein Europa ohne Europäer? Ich weiß das selber. Es ist nicht einfach mit diesem Europa, weil es nicht schwarz oder weiß ist, sondern bunt und vielfältig und damit auch leider kompliziert. Kompliziert wie die Demokratie, auf der dieses europäische Haus baut ist. Und ich sage euch eins, jede einzelne Generation muss sich das Fundament von diesem gemeinsamen Haus neu erarbeiten, neu bekämpfen, muss bewahren auf der Hut sein, dass es nicht kaputt gemacht wird. Weil, eins ist gewiss, der wo in der Demokratie schlaft, der wacht in der Diktatur wieder auf. Ich zweifle dir auch manchmal. Ich denke mir, Europa, ich tat dir doch Meng. Aber du, magst du mich eigentlich auch? Aber darauf kommt es gar nicht an. Europa ist nicht Brüssel. Da sitzen bloß die drin, die wir alle miteinander gewählt haben. Europa ist viel mehr. Europa, das sind wir Menschen. Alle miteinander, vom Nordkap bis nach Sizilien runter. Von Portugal bis zum Schwarzen Meer. Von der Millionenmetropole bis da herin, zum kleinen Lindenkeller in Freising. Wir alle, wir sind daheim in diesem Europa, in dem Grenzen nicht mehr aus Mauern und aus Stacheldraht bestehen, sondern aus Respekt. Ich sage euch eins, am 26. Mai, da geht's, da entscheiden wir alle miteinander und drum ist jetzt Zeit, sich zu bekennen. Deshalb steht's auf und singt mit uns gemeinsam die Hymne für unser neues Europa. Thank you.
Herzlichen Dank. Das war das Gründonnerstagskabarett 2019. Herzlichen Dank. Ich nutze die Gelegenheit und darf Ihnen die Protagonisten auf der Bühne im Einzelnen vorstellen. An der Musik Ralf Grabuschnik und Monika Betz. Ohne die zwei waren wir vollkommen aufgeschmissen, daher wirklich herzlichen Dank. Im Chor Joey Bayrakter, Gabi Heindl, Evi Altenbeck und Angelika Werner-Rippberger. Ja, sie hat gesagt, sie möchte eigentlich gerne mal eine andere Rolle spielen, weil sie hat Angst um ihr Image bei unserem treuen Publikum. Ich finde aber, sie macht es so großartig, dass sie es immer wieder in die Rolle hineinschreibt. Unsere Nationalistin Susanne Hennen. Ja, dieser Mann ist der beste Sänger unserer Gruppe. Und natürlich unvergleichlich heute als Baustellenreiniger Franz Spitzenberg. Applaus
Ja, wenn wir ihr den Song geschrieben haben, da hat sie gleich gesagt, hei, 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 der hat aber eine große Spannweite. Aber soweit ich das von hinten mitgekriegt habe, hat es euch ganz gut gefallen und sie hat den Saal gerockt. Unsere Gärtnerin Caroline Hofer. Ja, der nächste junge Mann trägt eigentlich Vollbart und wir zwingen ihn einmal im Jahr zur Rasur. Außer wir dann einmal die Rolle des Reinhold Messner ins Kabarett neinschreiben, was wir noch nicht vorhaben. Deswegen heute als Chinese der Mann von der Leiseklubbe, Björn Lakchai. Ja, der nächste junge Mann hat heute Premiere. Er hat das allererste Mal mitgespielt. Er war gestern nicht bei der Probe. Ich war grantig, weil ich mir nicht sicher war, bringt er das hin? Aber einen echten Schwaben, den verbirgst du nicht. Der stellt sich daher. Günther Oettinger, Alexander Götz. Ja, er war halt Zimmerer, ist aber unschätzbar, die Nächte, die wir verbracht haben, um dieses Stück zu schreiben. Trotz der Inspiration aus dem Bayerischen Landtag war es wieder sehr, sehr viel Arbeit und es macht unwahrscheinlich Spaß mit dir und der Lohn ist ihr Applaus. Autor, Zimmerer, Toni Wollschläger. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, er weiß, wo der Hammer hängt. Jojo, ich habe jetzt, wenn ich mir nicht verzeiht habe, rausgekriegt, dass das unser gemeinsames 13. Stück war, das Mal. Vorher waren wir allein, aber das 13. Mal, dass wir gemeinsam was geschrieben haben und es war nicht das Schlechteste, glaube ich. Also, in aller Bescheidenheit. Meine Damen und Herren, Johannes Becher als Moneymaker. Obwohl er im Bayerischen Landtag ist und Pfützen da hat, hält er uns die Treue. Ja. Und auch von unserer Seite aus, es freut uns, dass so viele Leute kommen. Der Lindenkeller wird immer voller. Inzwischen ist um 7 Uhr schon so voll, dass die Leute draußen anstehen. Das ist wirklich toll. Wenn wir das angefangen haben, haben wir uns das nicht im Traum gedacht, dass das einmal so erfolgreich wird und so gut wird. Und das jetzt ist kurz vor 11 Uhr auf die Nacht, die Leute uns so die Stange halten, weil sie merken, vielleicht ist doch ganz interessant, was die für Geschichten erzählen. Obwohl ich überzogen habe. Ja. Naja, nicht so schlimm. Ich möchte nur zwei, drei Leute erwähnen. Und zwar am Licht und am Ton, an Rudi und an Jonas. Ohne euch, da hat es überhaupt nicht gehen. Super. Und natürlich ein herzlicher Dank zum einen an den Kreisvorstand und das ganze grüne Team, das diese Veranstaltung hier organisiert. An den WAST, weil wir brauchen immer einen Probenraum. Und unser Probenraum ist das Architekturbüro Habermeyer. Und in den seltenen Momenten, wo er nicht arbeitet, proben wir da drin. Von daher herzlichen Dank für das beim Kolpingverein Moosburg, wo wir gestern eine Bühne gekriegt haben zum Proben. Und ich möchte natürlich, also zunächst, euch herzlichen Dank. Danke für alle Helfer, die mit dabei waren an der Suppe. Ja, und der ein oder andere hat es schon mitgekriegt, wir gingen auf Tour, weil wir gesagt haben, diese Europawahl ist uns wirklich extrem wichtig, es ist diese Richtungswahl und wir werden spielen am 28. April in Schwabach in Mittelfranken. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass wir international auf Tour gingen, aber ich meine, ihr kennt ja mal alle Heimat.
Dann am 11. Mai spielen wir in Gröbenzell, Landkreis Fürstenfeldbruck. Glaube ich, sind auch da aus Fürstenfeldbruck. Wir freuen uns auf euch. Und am 18. Mai in Mirschkofer, Landkreis Landshut, Sigi, quasi bei dir vor der Haustür. Wer also Lust hat, uns nochmal zu sehen, da besteht die Möglichkeit. Und danke bei der Grünen Jugend, die, glaube ich, haben das Stück aufgezeichnet für die Weltöffentlichkeit. Und dann in dem YouTube, in dem Internet bei Huawei, kriegen sie das alles. Freihaus. Ja. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid, dass uns so aufmerksam so lange gefolgt seid. Wie immer gut, wenn es euch nicht gefallen hat, kurz ist für euch. Wenn es euch gefallen hat, kommt es vielleicht nächstes Mal wieder. Dankeschön fürs Kommen. Pfiat euch. Gute Nacht. Servus. Eine Verbeugung machen wir noch.